Was nun, was nun? Geh zur Tür. Ach, der Juppie. Hallo? Hallo? Hallo, hey, Feuer, Feuer. Hey. Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ah ja. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Schon klar. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren. Ist ja gut, Mann. Weil ich nicht am Telefon war. Ist ja gut. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Okay. Der ist ein bisschen, ne, also... Klar, also zu seinem Broker, da muss man echt schon eine bessere Beziehung haben als zu seiner Familie. Ansonsten bringt halt einem ja nichts. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wie die hier drin nicht? Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Klitzekurz? Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ja, du mach einfach mal weiter. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Mein Tipp: Facebook. Nicht kaufen. Alles schön loswerden. Da guckt doch einer über den Sessel. Hallo, Professor. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Sachen gibt's. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ja, natürlich könnte ich eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna. Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Ebenso. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nockforschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Ja, das ergibt erschreckenderweise Sinn. Guck mal, man hat ja irgendwie nur Hühnchenknochen hinten rumliegen. So. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Also ich meine, Irrenhaus und Professor. Und Professor im Irrenhaus liegt. Da liegt der verrückte Professor eigentlich als Ergebnis ziemlich nahe. Die Forschung, ja. Jo. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Doktormöchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Ja, klar. Ansonsten kommst du ja nirgendwo an. Also da ist echt der Übergang, das ist quasi der Verteiler zu allem. Da kommst du auch noch, ne? Ins Radiallager, wo du dann auch verschiedene Wäscheleinautobahnen kannst. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Nein. Ich wusste es. Uff.
course. Er zückte den Menschenbreden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Klingt aber einleuchtend. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Schade. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Schade, schade. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Der tut mir sehr leid. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Ah, ja. Ich dürfte den umschalten wenigstens. Bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ist das Godzilla für Arme oder was? Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wägen. Ja, logisch. Was haben Sie nur vor? Wollen Sie etwa insgeheim die Polkappen schmelzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Mit einem riesen Hitzestrahler. Wo schalte ich denn um? Fernseher? Benutzen? Kann ich? Hier? Drücken? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Aha. Was sagen die einem denn? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Kaufen und verkaufen. Ob das den wohl irgendwie interessiert? Er telefoniert. Da sterben wir doch gleich mal wieder. Hallo? Hallo? Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen? Verkaufen. Verkaufen? Wirklich verkaufen? Nein, kaufen. Alles kaufen. Kaufen, kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Ne. Und jetzt sagen wir mal nur verkaufen. Jetzt mal nur verkaufen. Was passiert dann? Hallo. Es geht um verkaufen. Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Ja, verkaufen. Verkaufen. Verkaufen? Ja, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Hm. Da muss doch irgendeine Kombination geben. Hallo? Hallo. Es gibt ein Kaufen und Verkaufen. Also kaufen? Kaufen. Was sagst du? Kaufen? Nein, nein, nicht kaufen. Nein, nicht kaufen. Nicht kaufen, nicht kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Ach, Mann. Hallo? Hallo? Kaufen? Kaufen. Was sagst du? Kaufen. Ja, kaufen. 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 Kaufen? Nicht vielleicht langsam fertig? Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge. Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Sch... Ja. Nein, nicht schon wieder. Das Telefonat. Hallo, bist du noch dran? Ja. Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Okay. Oh Gott, warte. Okay, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr. Ja, eigentlich ah, nicht. Oh Gott. Alter, wie geht's dir denn? Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Schade. Ansehen. Jetzt haben wir jetzt hier das Teleklingeling. So sieht also meine Verbindung zur Außenwelt aus. Jo. Abgeschnitten. Und anthrazitfarben. Traurig. Wie auf einer Beerdigung. Ne, können wir nutzen. Benutze Telefon. Mit HW. Wollen wir einen Scherzanruf machen?
Oh ja, oh ja, oh ja. Wie ist die Nummer von Domian? Die kenne ich nicht auswendig. Diese Nummer herauszufinden, sollte ab jetzt oberste Priorität haben. Ja, ich werde es gleich googeln. So, da wir jetzt schon mal hier sind, werde ich auch gleich mal just vor der Sicherheit mal eben speichern. Ja. Jetzt haben wir das Telefon. Ansonsten... Gibt es noch mehr Sender? Ich lasse das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Schade. Dann eben nicht. Mal den Lichtschalter benutzen. Wow! Das ist, Na gut. Alter, warte, was geht bei dir? Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Ja. Hello, Edna. Hello, Professor Nock. Ich schau Neues. Später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Natürlich, natürlich. Ja. Plus minus 10 Minuten. Klar. Man muss ja mal so einen Rahmen halten, ne? Also, nie feste Zeiten nennen. So, waren wir ja noch nicht. Können wir das Telefon jetzt eigentlich wieder dran pappen? Telefon. Was war das? Ah, was? Wo war denn das? Mischloch? Hey, da ist eine Münze drin. Sachen gibt's. Wechselgeld. Das ist ja cool. Damit kann man doch jetzt arbeiten. Aber wir gehen trotzdem erstmal weiter gucken. So, wo können wir denn? Da. Da geht's nicht weiter. Nur für Personal. Da gehen wir dann mal rein. Oh Gott, wer bist du denn? Ein Fahrgast? Du bist aber ziemlich verängstigt. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Ach Quatsch, überhaupt nicht. Aber warum? Guten Tag. Ah. Guten Tag. Ah. Himmel, nein. Ein Kontrollfreak. Ein schafft nix. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ja, ich habe keinen Fahrschein, aber ich sehe auch gar keinen Zug. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Ach so. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ach so. Was hat der da drüben für ein Problem? Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Der sollte eigentlich, wenn du ihn schon so anschreist. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Möglicherweise. Hey du, benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da. Sonst komme ich gleich rüber. Und dann Geiles Wort, Arschgranaten, muss ich mir merken. Was sagt denn der Poki? Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle, ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit, also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich, Baumann hieß er, dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe, also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. Ah,
So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich habe ihm halt einfach den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Das ist so praktisch, aber das will ich doch gleich mal ausprobieren hier. Was ist mit Topflappen? Topflappen. Das ist das Messer. Du? Okay. Ja, hast jetzt die Gabel in den Hals bekommen. Aha. Erzählen wir mehr. Aha. Verstehe. Ja. Und das Stuhlbein. Aha. Und der Schläger. Das macht Spaß. Hier, ich mal dich an. Ach, schön. Dann nochmal mit dem. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Nee, ich habe erstmal eine Frage. Wie kann ich denn hier... Ich möchte bitte eine Karte lösen. Genau. Aha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Schade. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Ja, wieso habe ich die Reihe doch schon wieder gefunden? Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Aha. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Okay. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Das waren drei. Aber gut, Herr Mantel, den kennen wir noch nicht. Professor Nock. Und der Alumann. Wie kommen wir denn hier raus? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Nein. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Da ist guter Rat teuer, das wird nicht funktionieren. Geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere Fragen. Ist sehr gut, ist sehr gut, ist sehr gut. So, meine lieben Freunde, ich werde mal eine kleine Aufnahmepause machen und sage dann bis zur nächsten Folge oder bis gleich. Ciao, ciao.